So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich. Wir sind wieder mittendrin in Europa Universalis 4. Wir gehen heute 17:14. Wir wollten ja so ein bisschen in Afrika umherstratzen. Und da haben wir noch ein bisschen Marokko, ein bisschen Songhai, Mali ist noch da. Ja, das sieht gut aus. Das freut mich. Das machen wir mal fertig. Und dann gucken wir mal. So ein bisschen Aufräumaktion, würde ich sagen. Das Ganze mal ein wenig zusammenzuführen, was zusammengehört. Da können wir uns ruhig hier ein bisschen aufhalten. Die Armee ist etwas klein. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Die Gebäude werden gebaut für ein bisschen mehr Männer. Das ist in Ordnung. Ja, die Armee ist klein. Was ist denn mit Marokko? Wie sind die abgesichert? Gar nicht. Mit Songhai. Okay. Okay, ich mache jetzt... Wir machen mal heute erstmal Mali. So, gleich drauf. Ohne lange rumzustratzen. Wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Dann gucken wir ganz kurz Technik. Jo, da müssen wir ein bisschen hinterherkommen. Wo hängt's dann? Es ist nur London durch, ne? Immer noch. Immer noch. Die Aufklärung kommt nicht so richtig in die Pötte, würde ich mal behaupten. 73, 11, 39. Ja, ist ein bisschen armselig, ich weiß. Okay. So, runter von der 5, rauf auf die 4 vom Tempo her, das ist mir sonst zu zügig. Okay. Das Gelre. Ja, das würde ich mir ganz gerne aufheben, jetzt die letzten europäischen Schauplätze. Ich muss die Jungs mal ein bisschen bearbeiten da. Schauen wir mal. Händler sind alle durch, ne? 17 von, ich glaube maximal gibt es 21 Händler. Wenn wir 17 haben, ist das schon sehr deutlich. Sehr umfangreich, muss man sagen. Erwische ich die? Ja. Gucken wir doch mal, ne? Ein bisschen... Oh, 6 Moral, das ist jetzt auch nicht wirklich die Welt, Leute, das wisst ihr. Ja, ihr habt die letzten Tage so ein bisschen die Videos verfolgt, sicherlich, die ich auf dem Kanal hatte. Insbesondere diese ganze Glitch-Geschichten, ne? Diese Exploits, schon ziemlich ziemlich heftig, ne? Was da möglich ist, hat mich so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Es sind auch, als ich das rausgefunden habe, ich hatte einen Spielstand mit dem Osmanen, ich wollte mal wieder eine Welteroberung machen und habe mich dann mal so ein bisschen informiert. Mensch, was sind denn so jetzt die Strategien? Wie geht man im letzten Drittel des Spiels, wie geht man voran, wie macht man es am besten? Ich hatte auch schon einen richtig guten Start weg und alles. Habe mich da so ein bisschen in YouTube informiert und dann stößt man zwangsläufig auf diese Videos und dergleichen. Moment. Kaufmann, nö. Ja, nehme ich mal die 20 Diplo, das ist in Ordnung. Und ja, dann stößt man zwangsläufig über diese Taktiken, darf man das so nennen überhaupt? Naja, gut. Ihr wisst schon, was ich meine, die Sheets. Und auf jeden Fall wollte ich das mit euch teilen. Ich habe es ein bisschen ausprobiert und habe mir dann so ein bisschen angeschaut, wie das funktioniert. Habe dann mal so den Selbstversuch gestartet. Nach so vielen Stunden Spielzeit. Und ja, es war sehr erschreckend. Den ersten Glitch, den ich gezeigt habe, oder den ersten Exploit, den ich gezeigt habe, den fand ich jetzt natürlich immer noch, es ist immer noch schwierig mit diesem zu starten, gerade was im World Conquer angeht. Aber der zweite, mit diesen Geister Custom Nations, das ist schon richtig heftig. Polen, ja, da sind wir durch, das ist in Ordnung. Wir wollten die integrieren, ich weiß. Da steht noch was aus. Ja, und... Ja, da sind dann auch, als ich das dann ausprobiert habe, sind schlagartig auch so ein bisschen meine Spielstände eingefroren. Ich hab dann, kennt das sicherlich, ne? Wenn man dann mal so ein bisschen sportlichen Anreiz hat bei sowas, dann fällt das ganz schnell ab, wenn man merkt, man ist gedopt. Dann fehlt so ein bisschen die Begeisterung. Deswegen freue ich mich einfach, das kommt aber letztendlich, kommt das dem Kanal sogar zugute, würde ich sagen. Denn somit würde ich ganz gerne dann in Zukunft ein bisschen noch fokussierter die Let's Play-Spielstände machen. Weniger diese privaten Spielstände. Und die sind schon ziemlich zeitfressend gewesen in den letzten Monaten, ist mir aufgefallen. Und leider wurden auch nicht alle aufgenommen. Ihr habt ja viele diese Timelapse-Geschichten gesehen. Die werde ich sicherlich mal wieder angehen. Es ist nur die Frage jetzt, es ist am 6. April, kommt das neue Add-on. Schaffe ich eine Staffel noch?
Ich würde es ganz gern probieren, Leute. Ich würde es ganz gern probieren, die 11. Staffel nochmal anzusetzen. Dann aber nicht im Asiatischen, weil nämlich mit dem nächsten Patch 1.20 kommt nämlich der Asien-Patch. Ne, es ist ja eigentlich ein Komplettumbau auch des indischen Gebietes. Da habe ich schon ein bisschen gespielt, habe ich auch wirklich schon Freude dran gefunden. Aber ich würde es ganz gerne... Guck mal, ganz kurz, Rebellen und solche Geschichten, ja. So. Das kommen wir mal schnell weg. Ziemlich teuer, habe ich keine administrativen Ideen. Nee. Doch, klar. Als erstes sogar. So, was ist denn mit unseren Männern hier? Warum sind wir denn so schwach aufgestellt? Ach so, by the way, das ist mir aufgefallen in der letzten Folge. Das will ich rausnehmen. Das kommt raus. Und dafür dann entweder Disziplin. Kostenideen ist auch geil. Unruhe global, das haben wir aber. Ist auch gut, aber ich nehme lieber die Disziplin. Die bringt mich jetzt im Finale ein bisschen weiter. So, Moral, Missionarstärke und Disziplin. Lass mich mal kurz die Unruhen noch dämpfen. Auf die sind wir jetzt nicht angewiesen, ne? Auf die Einnahmen, ich denke mal, das ist soweit klar. Da kann man auch gut und gerne drauf verzichten. Hauptsache, wir haben keine Nebenschauplätze, wo wir jetzt abarbeiten müssen mit Unruhen. So, schöne Sache, das ist durch. Gekort wird auch schon fleißig. 15%. Ja, das können wir bezahlen. Ach, das ist nicht so wild. Das können wir bezahlen. Das ist die paar Punkte, bevor ich hier auf 1200 peitsche. Das hat auch keinen Wert. So. Okay, sehr schöner Start in die Folge, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die 11. Staffel noch schaffe. Ich würde dann ganz gerne, ja, es ist wieder mal ein europäisches Szenario. Aber wir hatten das zu selten. Wir haben viel in Europa gespielt. Ich bin aber der Meinung, wir haben die Geschichte mit dem Kaiser, mit dem Bayern, mit der Bayern-Staffel nicht ordentlich zu Ende gekriegt. Deswegen würde ich vielleicht sagen, wir machen mal einen Österreich-Spielstand. Ich habe da irgendwie Lust drauf auf Österreich. Schön mit Personalunion, wenig Kolonialisierung, dafür einfach mehr so wieder ein bisschen zurück to the roots, ne, so innerhalb Europas, militärisch voranzukommen und insbesondere natürlich die Habsburger Dynastie nach vorne zu bringen, finde ich ganz schön, ist jetzt vielleicht vom Szenario jetzt nicht das Spannendste an und für sich, viele kennen das sicherlich, wie sie spielt im Heiligen Römischen Reich, aber ich habe einfach Lust drauf. Und ich glaube, das ist immer der beste Antrieb für einen Let's Play, wenn man einfach Lust auf einen Spielstand hat und den letztendlich dann auch über die Bühne bringt. Das kann ziemlich spannend sein. Ich habe ein paar Strategien, die ich ganz gerne umsetzen möchte. Ob sie alle dann so funktionieren, das müssen wir dann noch beobachten. Das schauen wir uns dann an. So, wir sind jetzt hier in... Ich würde ganz gerne gleich im Nachzug den Marokko machen. Das können wir gleich mitziehen. Dann machen wir Yao. Die haben nämlich auch keine Freunde. Ich muss nur Marokko mal kurz warnen, dass die nicht anfangen, jetzt Yao anzugreifen. Ne? Warnung rausgeknallt. Dann sind die nämlich unser absolutes Opfer. Ist eine schöne Afrika-Folge. Gucken wir mal, wie lange die geht. Wie schnell wir die Kriege über die Bühne kriegen. Ja, das würde ich, wie gesagt, ganz gerne fokussiert machen. Habe ich Lust drauf. Einfach Bock drauf. Wir sind noch ein bisschen mit dem Spielstand beschäftigt. Es sind noch 100 Jahre. Und wir sollten es auch entsprechend zu Ende führen. Adlige Rebellen sind nicht so wichtig, die brauchen wir jetzt nicht bearbeiten. Was ist denn mit den Klacksacken hier? Machen wir die mal, ja. Bearbeiten wir die noch schnell ab. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, würde ich ganz gerne machen, freue ich mich drauf. War zuletzt auch ein bisschen mau, was auf dem Kanal los war. Das ging aber auch dem Livestream so, Leute. Das ist dieses Jahr allgemein bei mir so ein bisschen kritisch, da ich viele Projekte habe und auch in den letzten Jahren so ein bisschen Projekte immer habe schleifen lassen manchmal. Das Einzige, was jetzt wirklich seit längerer Zeit wieder vielleicht in dem Umfang zu einem Fußballmanager, den ich früher sehr regelmäßig gemacht habe, rankommt, ist vielleicht wirklich Europa Universalis, ne? Das sind sehr, 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 sehr viele Staffeln jetzt, 11 Staffeln und auch im Schnitt, sagen wir mal, wirklich so 30 bis 50 Folgen pro Staffel. Das ist viel, das hat auch richtig, macht auch richtig Laune, ist auch zurzeit nach wie vor mein Lieblingsspiel. Ja, das macht einfach richtig Bock, ne? Das ist das Einzige, was so ein bisschen Bestand hatte, so als Projekt über einen längeren Zeitraum. Ist auch in Ordnung.
Sekunde, mal gucken ganz kurz. Die Kolonien abrufen. Den will ich weghaben. Den. Wir sollten noch ein bisschen nachziehen hier. Wir haben ja Platz. Ich weiß jetzt, ich habe nämlich auch keine anderen Baustellen mehr gehabt, ne? So, und ja, da würde ich ganz gerne auch in den nächsten Monaten so über Ostern und die Geschichte, da würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen das wieder erweitern, auch wieder auf eine andere Ebene. Das ein oder andere Projekt würde ich ganz gerne ein bisschen umdisponieren, so für mich einfach auch, damit der Spaß dran bleibt. Das hat sich in den letzten Wochen einfach so ein bisschen festgefahren. Insbesondere auch jetzt, weil dann beruflich dann nicht so viel Zeit war. Dann auch manchmal die Muße einfach, ne, sich abends ranzusetzen. Dann kam seit letztem Jahr auch der Livestream dazu. Die müssen wir auf jeden Fall, Thronanwärterrebellen müssen wir auf jeden Fall bearbeiten, weil die könnten das Problem darstellen mit dem Verlust der Personalunion. Ja, und wie soll ich sagen, oder worauf wollte ich hinaus? Habe ich vergessen. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht immer so ein einfaches, das immer so mehr oder weniger bei jedem Projekt in dem Umfang zu gestalten, wie wir das jetzt zum Beispiel mit Europa Universalis haben, ne? Das wird aber nichts, glaube ich. Ne, da bin ich jetzt zu größenwahnsinnig rangegangen. Ich habe nur die Hälfte an Männer. Da kriege ich mal so richtig schön auf den Sack. Guck mal, die Adligen oder die Thronfolgerrebellen der Kastiletten haben 6,2 Moral. Und das ist nämlich der große Nachteil, zum Beispiel der britischen Armeen. Warte mal, kriegen wir nicht noch eine Armee raus? Ja, vom Geld her schon. Kann ich die hier drüben eigentlich abholen? Also der Kampf wird nichts da drüben. Da müssen wir nochmal ansetzen. Fahren wir mit dem mal zurück? Ja, wir fahren mit dem mal zurück. So, das haben wir verloren, definitiv. Da hinten, jupp. So, wir schiffern mal mit denen darüber. Wir müssen die Flotte auch updaten, habe ich gerade gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir durchkommen. Können wir vielleicht überlegen, den Panama-Kanal noch zu bauen. Ich nehme mal was Günstiges, ne? Oder hier, plus 2, das sollten wir uns schon leisten können für 10 Dukaten. So, der Nachfolger ist klasse. Den jetzt aufzulösen wäre auch eine Möglichkeit, würde ein bisschen Prestige und Legitimität kosten. 50 Legitimität für den Nachfolger. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er einen starken Anspruch. Deswegen, es wäre sogar möglich. Ne? So, wir beeilen uns mal. Komm, wir pushen da mal die Dissi. So, das war natürlich ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? Hier, wo sind sie, die Jungs? Komplett zerlegt. Shit. Komm, wir versuchen uns mal, bis die hier sind mit dem Schiff, ist die Geschichte abgefahren. Wir fahren mal hoch, wir laufen mal hoch. Müssen wir jetzt unbedingt dranbleiben. Und ich möchte ganz gerne so schnell wie möglich auch Kastilien integrieren, bloß... Das dürfen wir erst 1731. Ich darf aber jetzt Polen integrieren, das sollten wir machen. 1739, meine Güte. Dann müssen wir mal ein bisschen an unserer Diplo-Reputation arbeiten, oder? Kann das sein? Ich guck mal ganz kurz. Wie viel haben wir denn? Nicht viel. Nicht zu viel. Dummschwätzer, Überdehnung ein bisschen. Minus 1,16. Sehr gut. Kolonien war ich aufmerksam. Da ist doch ein Tower. Trotzdem war mal so schlecht aufgestellt. Kommt, Jungs, gib mal ein bisschen Gas. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor sie durch sind. 50.000, ey, Wahnsinn. Ja, Geld ist ja nicht das Problem, ne? Im Kolonialsystem grundsätzlich. Da sind sie, die Kastiletten. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es, wenn sie mithelfen. So, zack, schnell rüber, bevor die da nochmal ansetzen. Dann organisiere ich die Armee neu. Sehr schön, die auch noch drauf. 80.000. Jetzt natürlich, ne, der zweite Schlag war dann entsprechend. Die weichen immer noch mal aus, die Thronfolger. So. Basteln wir mal eine halbwegs anständige Armee zusammen. 15 ist mal eine gute Ansage, ne?
Also 10 Kanonen muss man schon mitbringen. 15, 14 finde ich in Ordnung. Runter nach Granada. Die da rüber und die muss ich nur halbieren. So. Sehr schön. Plus 2 Belagerung. Das bringt uns jetzt auch gegen Marokko vorwärts. So. Die Kanonen werden da jetzt eingefügt. Ein bisschen Verschleiß nehme ich gerade in Kauf, aber halb so wild. So, sieht das gut aus. 13, 3, 9. 15, 3, 9. Das ist vollkommen in Ordnung. Sehr schön. So. Lässt sich schwer reformieren hier, ne? Oder konvertieren. Das sunnitische Gebiet. Müssen wir nicht, aber ich finde es immer ganz angenehm. So, lass mal kurz kicken, was wie das aussieht mit den ganzen Universitäten. Aber würde ich ganz gerne noch ein bisschen nachschieben. Aber jetzt ist auch gut bald. Dann gehe ich lieber nochmal... Ups, da habe ich mich jetzt eben verklickert. Da gehe ich lieber nochmal in Richtung Steuer und Produktion. Und kurbel unser ganzes... unseren ganzen Laden hier noch ein bisschen an. Moment, ich gucke mal ganz kurz, dass ich die Handelspunkte noch versorge mit... mit entsprechenden Börsen sind das. Das sieht gut aus. 15, 15. Hier drüben haben wir ja nicht mehr so viel, ne? So, da wird fleißig integriert. Das läuft. 4,8% ist auch in Ordnung. Minus 1. Wie viel brauchen wir monatlich? 7. Wir verbrauchen 7 diplomatische Punkte pro Monat. Wir haben die Diplo-Reputation drin, genau, die macht es halt auch nochmal möglich. Und Diplo-Annex. Ich gucke jetzt gerade mal, Einnahmen, Vasallen, so viel haben wir jetzt da auch nicht. Verschleißarmee wäre dann bei den militärischen. Was ist denn mehr zum Finale, ne? Die Richtlinien oder die Politiken sind eigentlich fürs Finale immer gedacht. Es gibt Nationen, wenn man starke Herrscher hat, kann man sie ganz gerne auch mal zwischendrin reinnehmen. Gibt ja auch wirklich tolle Sachen wie Kolonialwachstum und solche Geschichten. Gerade so im Midgame ist das ganz geil. Wenn man da eben nochmal diese 10 Punkte mitnimmt, das ist viel, das spart einen ein, zwei Jahre, ne, mit ein bisschen Glück. Oder das hier ist noch, ich finde das sogar noch ein bisschen stärker, diese Politik, ne, Kolonialverwaltung, weil diese Chance Kolonisten ist auch diese Chance dann, dass man diese Integration hat, glaube ich, diese Events, die dann aufploppen mit plus 100, ne, diese Assimilation, ist ganz geil auf jeden Fall. Aber welche jetzt von beiden grundsätzlich stärker ist. Toleranz finde ich jetzt nicht so prickelnd. Gerade wenn wir wie jetzt die humanistischen Ideen mitgenommen hat. Nicht so prickelnd. So, was haben wir denn noch hier? Ein Schnittpunkt in China, Kanton, ich weiß. Errichtet Handel in Indien. Ja. Großbritannien ist die stärkste Handelsmacht in Indien. Kap Comorin. Ist eine schöne Sache. Ist eine schöne Sache fürs Ziel führen. Machen wir jetzt zwar nicht akut in der Folge, aber lassen wir mal drin. So, wir machen jetzt viel wichtiger. Wir machen jetzt Marokko. Ich will hier aufräumen in Afrika in der Folge. Da müssen wir auch ein bisschen im Gas geben, ne? So, die laufen da runter. Die laufen da rüber. Und die andere Flotte müsste mittlerweile da sein. Habe ich die jetzt nicht mitgenommen? 10 Prestige. Ja, ich habe die hier. Guck mal, wie doof ich bin. Ich habe die echt stehen lassen. Bin mit der Flotte nach Hause gefahren, ohne die Leute mitzunehmen. Kann das sein? Das ist die eine Flotte. Da kann man schon bei zwei draus bauen. Habe ich diese Information habe ich auch gekriegt. In einem Kommentar habe ich gelesen. Ich hätte zu große Flotten angesetzt. Entschuldigt. So, wie sieht denn das allgemein worldtechnisch aus? Militär sind wir nur Rang 4, ihr seht. Aber um wirklich hier ranzukommen, militärtechnisch, müssen wir zwangsläufig noch Quantitätsideen mitnehmen. Die fehlen uns. Gerade als England. Weil wir haben zu wenig Kernland. Wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen, bitte? Geht. Lass mal laufen. Mal gucken, ob die irgendwann ankommen. So, das machen wir jetzt. Die weiß ich nicht. Die stelle ich mal da oben hin. Da können wir eine Armee noch zusammenbauen, wenn wir lustig sind. Holland will bei uns durch, abgelehnt.
Jetzt machen wir noch schnell Marokko. Mit wem? Klemken. Ich versuche mal Klemken das rauszulösen. Och Mann. Gut, können wir hoffen, dass vielleicht Castille mitmacht. Oder wir machen schnell einen... Was haben wir noch? Frieden noch? Wie lang? 26. Was? Bis 26? Und mit Songhai auch? Ach Gott. Dann machen wir... Ciao. Nimm mal die Jungs mit. Ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Kriegen wir die andere Flotte aufgebaut? Abgedatet, meine ich. Nee, kostet mich 1200. Dauert noch ein bisschen. Oh, der Perser will durch. Komm, lass krachen. Wo ist deine... Da ist deine Hauptstadt. Ich gehe aber die Tower durch. Es bringt Kriegsstand ohne Ende. Ja, dann fahren wir halt in der nächsten Folge nach Afrika. Ne? Oder nach Afrika sind wir ja schon, aber ich meine nach Ägypten. Dann machen wir da einfach weiter. Soll ja auch alles noch so ein bisschen... Oder wir können auch Kongo machen. Mensch, das ist gar keine schlechte Idee. Über den Kongo nach Marawi. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr schöne Idee. Ich zieh die mal runter hier, die Kollegen. Das ist ja unsere einzigen Armeen, die wir da haben. Außer die jetzt in Mittelamerika, in Mexiko, ne? Die ist noch übrig. So. Da kommen wir schnell durch die Tower durch. Ne? Das ist der plus 2, ne? Ja, wunderbar. Der schmelzt die Tower dahin. Die muss ich irgendwie versuchen abzufangen hier. Das ist nämlich immer super nervig. Ne. Diplom bezahle ich da. Kastilien brauche ich ja. Da will ich ja jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. So, wo landen wir jetzt hier? Wo treffen wir uns? Ich brauche noch einen. Weiß ich nicht. Doch, wunderbar. Wunderbar. Laufe ich da außen rum? Ach, schau an. So. Ich muss mal kurz gucken, dass wir... was soll ich gerade sagen? Ich muss mal kurz gucken. Irgendwas wollte ich jetzt eben erzählen. Das mit Yao habe ich eben im Kopf gehabt, aber da war noch irgendwas. Ach so, wie viel Geld ich brauche, für die Aufklärung zu bezahlen. Das haben wir noch nicht. Es dauert nicht mehr lang, weil ich gerade gesehen habe, dass wir wie schon wieder updaten können. Jetzt warte ich aber. Jetzt sind wir gleich soweit. Jetzt haben wir es nämlich gleich durch. Dann brauchen wir uns nicht mehr verrückt machen. Ja, bleibt am Ende hier. Ich lasse Ihnen noch ein bisschen was übrig. Das kommen wir dann gemütlich durch. Lüttich, Burgund, Lüttich. 93%. So. Okay, sehr schön. Da einmal drauf. Wunderbar. Das kriegen wir auch zügig weggekort hier, den Spaß. Wie gesagt, hier erstmal abschneiden, ne? Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier kriegen. Ordentlich. 77. Meine Güte, 84. Puh, das ist viel, ne? Ist mal ganz angenehm, so, lass mal so. Sehr schön. Was können wir entfernen? Das brauchen wir nicht. Das ist alles Quatsch. So, dann einmal durchklickern. Man müsste es nicht tun, wegen den humanistischen Ideen. Ich mache es jetzt einfach aus Gewohnheit. Und weil wir so gleich weiterziehen können, ne? In die nächste Baustelle. Sehr schön. Wunderbar. Das sieht gut aus. Wir ziehen mal die Jungs hier runter. Hier einer. Da kann ich richtig schöne Front aufbauen. Hier einer. Und hier einer. Das sollte eigentlich passen. Da können wir schön in den Kongo reinziehen. Das sieht richtig gut aus. Dann haben wir das auch verknüpft.
tippitoppi. So, da machen wir aber noch dies doch. Ja, das ist jetzt kommen wir zu spät. Das wollte ich gerade eben machen. Dankeschön, Kalifornien. Dankeschön. Sind die unabhängig? Nee, sind immer noch. Irokesen und Iliwatschis. Achso, ich bin mit denen ja sowieso hier runtergelaufen. Was ist denn jetzt da rebellenmäßig? Ah, hat sich schon erledigt. Wunderbar. Okay. Das können wir machen. Peru können wir auch machen. Mit Kalifornien und Alaska verbündet. Was ist das? Wie können die mit Kalifornien verbündet sein, wenn Kalifornien immer noch in Personalunion ist? Ach. Nee. Alaska? Hä? Ach, die sind unabhängig. Die sind unabhängig. Tatsache. Die haben nur noch dieses Logo von als Personalunion oder als Kolonialnation. Sehr schön, da sollten wir jetzt ansetzen. Das ist eine geile Sache. Die kriegen wir weggerissen, die Jungs. Da brauchen wir aber für alle drei einen. Ne? Einen für Kalifornien, einen für Alaska. Eine Armee, meine ich. Eine Armee für Alaska, Kalifornien und eine für Peru. Das müssen wir ansetzen jetzt. Moment, ich update mal die Schiffe noch. Ja, aber ich habe ja die Männer nicht. Das ist ja das Problem. Ne? Jetzt sind wir gerade in Afrika. Wieder das Baustellenproblem, ne? Wie ich schon oft gesagt habe. Du kannst so viel machen jetzt. Kriegsschauplätze haben wir ohne Ende. Aber wir haben nicht genügend Männer gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Lass mal kicken, ob ich noch ein bisschen aufsetzen kann hier. Mannstärke. Pure Mannstärke fehlt uns. Also ich bin drauf und dran zu sagen, für diese Baustellen, für diese Geschichten, die Quantitätsideen, ne? Klar, weil wir haben zu wenig Kernland. Wenn man mal schaut, wir haben ein bisschen... Gut, wir haben ganz Großbritannien, ist in Ordnung. Wir haben die Hälfte Frankreichs. Aragon. Gut, wir kriegen jetzt noch Polen als kostenloses Kernland. Das könnte noch ein bisschen pushen. Und 52.000 Männer. Doch, da können wir uns zurücklehnen. Was ist mit Österreich eigentlich los? Was ist denn hier los? Sag mal. Stimmt, das war ja ein katholisches Kaiserreich. Ah, scheiße, hätten wir da mitgemacht, ne? Das wäre jetzt bombastisch, wenn wir jetzt Kaiser werden würden. Das habe ich auch ganz selten mal gespielt als außenstehende Nation. Also sprich als Nachbarnation des Heiligen Römischen Reiches. Ich habe das mal gemacht, diesen Erfolg mit Spanien, ne? Kaiser werden. Aber die Mechanik dann auszunutzen, um dann vielleicht die Privilegien durchzudrücken. Das wäre interessant. So, ja, das kommt dann in der nächsten Folge, Leute, die Geschichte. Ah, Mensch. So, okay, dann machen wir das. Dann versuchen wir das mal irgendwie zurechtzuschrauben. Ja, was willst du zuerst machen, ne? Was ist das hier? Auch noch eine Armee. Hier haben wir eine und hier haben wir eine. So, die sollte reichen für Peru. Die reicht mir für Peru. Und wenn die hier durch sind... Ah, das ist ein Tower drin. Sieht so aus. Ziehen wir mal eben durch. Die müssen sich eh noch formieren hier für Kongo. Sag mal. Ach, nur 23 Tage sind wir da drin. Krass. Das variiert auch ein bisschen immer, ne? Diese Belagerungszeit. Es gibt... woran sich das festmacht, kann ich euch nicht immer sagen. Wie die berechnet wird. Basis sind grundsätzlich 33 Tage. Unsere Belagerungsfähigkeit verkürzt das Ganze um 21,8%. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das zu erhöhen. Dass man dann teilweise bis zu 43 Tage da steht, ne? Pro einen Durchlauf. Das ist interessant. So. San Jose. Ich wollte eigentlich jetzt auch demnächst mal die finalen Flotten aufbauen. Das habe ich nicht vergessen. Lass mal kicken. Ja, und der Technologie. Wir kriegen noch mit 26, 24, 26, 25. So, mit 26 ist Finale. Mit 26 kriegen wir die letzten Flotten und dann können wir updaten. Korrekt. So, dann nehme ich die Jungs. Das sind die 21 für Peru, die müssen wir vielleicht noch ein bisschen ergänzen mit Mannstärke, die haben nämlich nur Kanonen. Die nehme ich dann für Kalifornien, da können wir schon mal hinmarschieren. Und dann brauche ich nur noch eine einzige für Alaska.
Die muss nicht zu groß sein, aber ich mache dann trotzdem eine vollwertige Armee draus. Nimm mal die Moral. So. 14,37. Vorlage erstellen. 10. 4. 10. 14, 4, 10. Kostet mich 600 Dukaten. 28 Mann ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Keine Ahnung. Royal Navy, ne? So. Was? Hab keine 600 Dukaten? Blasphemie. Okay, sehr schön. Dann müssen wir eher warten, bis gekort ist, Leute. Bis es weitergeht. Komm, ich will das fertig machen. Gib mir mal die 2000 Dukaten. Dass ich da rüberkomme. Und ich baue natürlich die Armee hier schneller. Ich fahre zwar nicht so schnell rüber. Wir bauen sie aber trotzdem hier. So. Wunderbar. Nassau. Wie gesagt, die wählen sich jede Woche selber. Was wollte ich noch sagen? Eigentlich nicht viel. Dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann Kongo machen. Und vielleicht kriegen wir auch schon den Krieg. Das Kaiserreich wurde aufgelöst. Das war's. Jetzt ist auf gut Deutsch Polen offen. Das wird interessant noch. Ich muss mal kurz gucken. Auf jeden Fall die Warnung rausknallen für Frankreich. Das gleiche geht für Savoie. So, das ist spannend. Venedig ist ein Brocken, ne, geworden. Sieht nicht groß aus, ist aber sehr effektiv. Was, Little Egypt? Was ist denn Little Egypt? Was ist denn für Quatsch? Kleine Ägypten, wo gibt's denn sowas? Und Eneara, das ist nicht schlimm, das sind nur Thronrebellen. Wie sieht's denn aus mit unseren Kernprovinzen? 50,6. Okay. Ja, da kann man jetzt volle Pulle noch in Europa stiften gehen. Das Kaiserreich wurde aufgelöst. Besser ist vielleicht. Oh, unsere Missionarstärke ist auch aus der Hölle, ey. Meine Güte. So. Warum habe ich denn eigentlich nicht den mitgenommen, den Medina-Jungen? Das Osmanische Reich ist auch noch interessant, ne? Aber die Russen sind eigentlich das stärkste, der stärkste Brocken mit uns. Und Ming, Ming nicht zu vergessen, ja? Die sind nicht zusammengebrochen, ne? Ist immer unangenehm. Bengalen sieht auch heftig aus. Sehr stark. Bahmanis verbündet mit Bengalen, ja. Ist ein bisschen schade. Also ich hätte ja hier lieber, wenn die sich beide in die Wolle kriegen. Und bei so viel Grenzdisput wird das auch passieren. Guck mal, allein Bahmanis ist schiitisch. Und das sind Sunniten. Und leben alle auf Hinduismus-Territorium. Also ich weiß nicht, wie die ja mit ihrer religiösen Einheit einhergehen. Soll mir aber auch zwangsläufig egal sein. Wir werden da sowieso noch erobern wollen. Also Indien hätte ich schon ganz gerne noch mitgenommen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den ganzen schönen Baustellen, die wir hier haben in Amerika. Aber ist noch ein bisschen schöner. Dänemark müssen wir auch. Schweden ist unabhängig. Verbündet mit Holland. Dänemark hat keine Verbündeten. Ich sag ja, Leute. Wir können jetzt nach Dänemark fahren mit zwei Schiffen. Zack, draufstellen aufs Jeland und alles einnehmen. Ich hab bloß, wie gesagt, wir haben leider nicht so viel. Männer. Wir haben nicht, kann nicht alle Baustellen bedienen. Halt mich jetzt hier in Afrika auf. Kostet ja auch ein bisschen Zeit. Wir können das aber jetzt angehen. Moment, wir gehen mal auf 65. Während der Krieg läuft, haben wir fertig gekort. Bisschen effektiver können wir ruhig spielen. Sehen uns in der nächsten Folge. Ich speichere sicherheitshalber mal zwischen und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, ne? Ciao, ciao, euer Bergi.